Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich wollte euch heute mein Stickjunkie für den Monat April zeigen. Ich kann schon mal vorweg sagen, das wird definitiv kein langes Video, weil ich nicht wirklich viel gestickt habe. Und das war mir, bis ich das Video jetzt gerade angefangen habe, gar nicht so bewusst. Ja, das werde ich heute mal gleich sagen, warum oder beziehungsweise zeigen. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich nicht so viel gestickt habe, einfach weil ich krank war, ich nach der Arbeit oft sehr, sehr viel zu tun hatte und gar nicht an meinen Hobbys gearbeitet habe. Aber nun gut, wir haben aber trotz allem im April ein Finish. Und das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Tatsächlich habe ich daran sehr lange gestickt. Und da haben wir einmal die Platte. Und diejenigen von euch, die wissen, was diese Platte heißt, die wissen jetzt auch, was ich gestickt habe, nämlich einen Drachen. So, ich hebe euch einmal ganz kurz hoch. So sieht er aus. Ich sitze mit euch übrigens heute auf der Couch. Ich habe mir gedacht, ich mache es mal bequem, mir mal bequem. Ja, ich habe diesen wunderschönen Frühlingsdrachen gestickt und ich muss euch sagen, das hat ewig gedauert, bis ich damit fertig war. Also das ist nichts mal eben schnell, schnell. Ich weiß nicht, wie lange ich daran gesessen habe, aber eine ganze Weile. Also alleine diese Strecke hier hat schon ewig gedauert. Ich meine, klar, hier wurde es immer schneller, weil das einfach nicht so eine breite Fläche ist. Ja, so sieht es von hinten aus mit dem Filz. Und dann wird er quasi reingesteckt. Der ist ein bisschen wackelig, also das ist tatsächlich auch so. Da kann ich auch nichts machen. Das ist aber nicht schlimm. Bei mir steht der tatsächlich auf so einem kleinen Brett. Ja, einem kleinen Brett von IKEA, wo man so Bücher, nicht Bücher, Bilder so reinstellen kann. Also so eine Bilderleiste quasi. Ja, da habe ich den draufstehen und er ist wunderschön geworden. Also keine Frage, der ist super schön. Ich will natürlich dann demnächst auch anfangen mit dem Sommer, damit der auch bald fertig ist. Wie gesagt, ich habe hier Ewigkeiten dran gesessen. Das heißt, ich werde im Mai definitiv auch am Sommer arbeiten. Aber ja, ein Finish auf jeden Fall können wir trotz allem diesen Monat verbuchen. Das ist ja wenigstens schon mal etwas. Ja, dann habe ich ja meine sogenannte Pflichtseite. Der Ausdruck kommt ja eigentlich von der lieben Vicky. Und das war das, wo ich heute dachte, oh. Denn ich habe meine Pflichtseite gar nicht geschafft. Ich habe tatsächlich gedacht, ich hätte sie fertig. Und als ich mir gerade meine ganzen Sachen genommen habe, um halt jetzt das Video zu drehen, musste ich feststellen, dass ich die Seite gar nicht fertig habe. Ja, irgendwie ein bisschen blöde. Aber nun gut, weil ich habe ja entschieden, das zweite Seil, entschuldigt, auch immer noch nicht. Seit über 6 Wochen ist mein Husten weg. Also ihr müsst halt leider damit mich noch ein bisschen rumplagen in meinen Videos. Dass ich ja das zweite Zelda-Bild auch ansticken will. Aktuell warte ich da tatsächlich noch auf den Stoff. Der ist leider in eine Filiale gegangen, weil das heute keiner annehmen konnte. Und dann brauche ich natürlich noch ein Perlenbrett, wo das reinkommt, weil ich glaube, das Bild hat 64 oder 65 Farben und ich habe kein Perlenbrett frei, wo das reinpasst. Ich habe ja jetzt mein wunderschönes Häuschen, was ich ersticke von Tokareva, in dem großen Perlenbrett von Thorsten mit den 75 Farben. Und so eins habe ich mir tatsächlich jetzt auch nochmal bestellt. Das werde ich euch dann vorstellen, wenn es kommt. Leider ist das Brett erstmal nach Solingen gegangen, quasi in meine alte Heimat. Und ich bin ja weggezogen von dort. Das heißt, das wird jetzt erstmal eine Runde zum Absender nochmal drehen und dann im Endeffekt bei mir landen. Das verzögert sich alles ein bisschen, ist jetzt aber nicht schlimm, weil, wie gesagt, den Stoff habe ich gerade auch nicht. Ich habe mich nämlich entschieden, dieses Bild auch auf 25K zu stecken. Einfach damit es ja, gleich perfekt liegt wie das andere Zelda-Bild. Jetzt zeige ich euch aber erstmal das, was ich geschafft habe. Ja, es ist schon fast ein bisschen peinlich, ne? Also im Endeffekt habe ich dann eben gedacht, machst du das Video überhaupt? Aber ja. Mir fehlt halt das untere Stück. Ich hatte das absolut nicht auf dem Schirm. Also ich dachte wirklich, ich hätte das fertig gestickt. Aber das kann sein, nachdem ich dann ja da gestickt hatte und ich dann mit dem Drachen gestartet habe, dass ich das irgendwie aus den Augen verloren habe. Ja, also wir werden im Mai definitiv dieses Stück fertig sticken.
Angedacht war es halt schon zum 1. Mai überhaupt mit der Pflichtseite anzufangen. Ich werde mal, denke ich mal, morgen anfangen, hier den Rest der Seite drauf zu sticken und dann im Endeffekt probieren, eine komplette weitere Seite zu sticken. Ja, das war wohl der absolute Fail des Jahres, ne? Also prima. Gut, na, ich gucke da eben so drauf. Ich denke, also irgendwie bei der Seite, da fehlt doch was. Das ist doch nicht eine Seite. Und dann habe ich mir die Vorlage angeschaut und dachte, oh, und dachte mir nur so, oh, das kann aber jetzt auch nicht wahr sein, ne? Ja, bisher habe ich auch noch keine Perlen, also ist noch alles da. Ich musste noch nichts irgendwie von dem anderen Bild aufmachen. Die Seite ist ja immer noch gestickt oder die ist ja fast fertig gestickt. Die ist auch, also ich glaube, bis hier oder so ist das jetzt gestickt. Nach wie vor sind die Perlen da alle drauf. Ich habe es bisher nicht aufgetrennt. Aber gut, irgendwann wird es auf jeden Fall kommen. Aber es sieht schon richtig klasse aus. Und hier kommen jetzt auch wieder andere Farben dabei. Also ihr seht ja schon, das geht jetzt ja, ins Hellere rein. Ja, das war Bild Nummer 2. Und dann habe ich tatsächlich nur noch an einem weiteren Bild gearbeitet. Ich habe auch sonst nichts gemacht. Also ich habe ein bisschen Diamond Painting gemacht. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie Kreuzsticken oder irgendwas gemacht, weil da hatte ich auch gar keine Zeit für. Nein, ich habe ein wunderschönes Häuschen gestickt und ich muss mir das mal gerade eben falten. Muss ich euch, glaube ich, auch mal hochheben. So sieht es jetzt aus. Ja, ich finde, der Ast kommt wunderschön raus. Es sieht richtig klasse aus. Auch da oben. Was da jetzt kommt, da bin ich jetzt dran. Das ist Seite 5. Und ich habe quasi ja, eine komplette Seite gestickt und das Stückchen. Und ich finde gerade jetzt so in der Kamera von weiter weg, das sieht einfach richtig, richtig toll aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also das entwickelt sich sehr, sehr gut, das Bild. Sieht toll aus. Das soll ja nach Möglichkeit dieses Jahr noch fertig werden. Mal gucken, ob ich das schaffe mit den Pflichtseiten. Dann wären das ja schon zwei Pflichtseiten. Das andere Projekt, was ich euch ursprünglich immer mal zeigen wollte, was ich tatsächlich auch mal gestartet habe, habe ich aber nicht mehr weitergemacht. Das werde ich euch irgendwann mal zeigen, wenn es weiter fortgeschritten ist. Aber nicht jetzt. Und an diesem kleinen Extra-Zelda-Bild mit den Dreiecken, das habe ich auch nicht weitergemacht. Ja, ich hatte aber auch schlichtweg nicht so die mega Lust, irgendwas großartig zu machen. Also ich habe mich viel mit Büchern beschäftigt und deshalb halt weniger gestickt. Und deswegen habe ich da halt auch nicht so viel geschafft. Ne? Aber ich muss sagen, das Bild sieht wirklich richtig, richtig toll aus. Mal schauen, ich glaube hier, nee, ich glaube hier war ungefähr die Hälfte. Also bei 4 Seiten, also das wird jetzt so sein, nach der Seite hier, die ich jetzt gerade sticke, werde ich wohl noch 3 Seiten dran stecken. Und dann dürfte ich die komplette Breite erreicht haben. Also das wird schon ordentlich breit, ne? Aber dafür ist es halt nicht so hoch im Endeffekt. Ja, das waren die 3 Projekte, an denen ich gestickt habe. Mehr nicht. Mehr tatsächlich nicht, mehr habe ich nicht geschafft. Ist manchmal so, dass man halt nicht, ja, so viel schafft, nicht immer so viel Lust hat, nicht so viel Zeit vor allem hat. Aber es ist ja nicht so, als hätte ich nichts geschafft und jede Perle, wissen wir ja selber, jede Perle zählt im Endeffekt, die ich irgendwo drauf nähen kann. Ja. Wir schauen mal, wie der Monat Mai wird, ob es dann besser läuft oder genauso. Also schön wäre es wirklich, wenn ich die Pflichtseiten wirklich beide schaffen würde. Normalerweise sticke ich eine Seite pro Woche. Das heißt, ich würde die anderen 2 Wochen dann ja, hier dran sticken können. Wobei ich natürlich den Drachen gerne diesen Monat starten möchte, damit er quasi im, ja, ich sag mal im Juni, Mitte Juni fertig ist oder so für. Ja, wann würdet ihr den aufstellen? Also ich denke mal irgendwie so Mitte, Ende Juni, dass er da fertig ist, dass ich ihn aufstellen kann. Dass er dann entsprechend ja auch ein bisschen stehen kann, bis wir dann natürlich wieder den für den Herbst stecken. Herbst und Winter steht ja dann auch noch an. Also wir lassen uns überraschen, wo die Reise hier hingeht.
Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Auch gerne ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Das würde abonniert habt. Okay, Wortfindungsstörungen. Wir haben aber auch schon 8 Uhr abends. Das würde mich auch sehr freuen. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so gestickt habt. Ob ihr eventuell auch einen der Drachen schon gestickt habt. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Ba 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 ba